Hallo Freunde und willkommen zurück bei einem kleinen Let's Watch. Wir gucken uns, nachdem wir uns FIFA 15 ja schon mal angeguckt haben, die Demo zu Pro Evolution Soccer 15 an. Nennen wir sie mal großen Konkurrenz zu EA's FIFA. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Demo jetzt gerade aufnehme, ist sie im deutschen und amerikanischen Store noch nicht verfügbar, weswegen ich hier auf die japanische Demo zurückgreife. Deswegen heißt das Ganze hier, wenn es denn mal irgendwo angezeigt wird, auch nicht Pro Evolution Soccer, sondern Winning 11, wie ihr dort oben auf der Werbebande auch sehen könnt. Aber ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Spielerisch ist es genau das Gleiche. Es sind genau dieselben Inhalte. Also geht es auch mal mit der japanischen Demo. Ich habe hier schon ein paar Proberunden gedreht, um mich in die doch etwas andere Steuerung im Vergleich zu FIFA so ein bisschen einzufuchsen. Die ist mitunter nämlich wirklich ein wenig anders, vor allem vom Verhalten der Spielfigur her. Das wirkt alles ein kleines bisschen träger als bei FIFA. Und leider kann man hier auch die Lautstärkenverhältnisse in der Demo nicht verändern, weswegen ich hier ein kleines bisschen lauter spreche. Ich hoffe mal, das übersteuert jetzt nicht großartig. Aber es ist halt einfach schade, dass man hier die Lautstärken nicht vernünftig korrigieren oder ändern kann, um das Ganze ein bisschen soundtechnisch besser hinzubekommen. Aber was soll's, das wird schon gehen für die... für die paar Minuten. Ich werde hier zwei Spiele machen. Einmal jetzt hier, wie gerade zu sehen, der FC Bayern. Schiri, der hat Arschloch gesagt. Mit dem FC Bayern gegen Atletico Madrid. Und das zweite Spiel direkt im Anschluss werden wir ja dann sehen. Also wie gesagt, die Steuerung ist hier nicht nur von der Buttonbelegung ein bisschen anders, wobei man die komplett frei konfigurieren kann hier. Ist auch von den Spielerbewegungen her ein kleines bisschen anders, gefällt mir nicht ganz so gut. Es ist wirklich ganz so fluffig, nicht ganz so geschmeidig wie bei FIFA. Insgesamt geht es, es ist okay, aber ui, schönes Ding, aber ist halt nicht ganz so gut gelungen wie in FIFA. Und während wir Franck hier kurz beim Jubeln zugucken und die Wiederholung überspringen, habe ich schon wieder den Faden verloren. Bei der Steuerung war ich gerade. Okay, wie gesagt, die Steuerung ist hier nicht ganz so fluffig. Und auch die KI wirkt hier nicht ganz so intelligent wie in FIFA. Vor allen Dingen bei den eigenen Teamkameraden. Die laufen nicht ganz so gut in Position, wie das bei FIFA der Fall ist. Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger, hier wirklich taktisch vernünftig vorzugehen. Das war jetzt ein bisschen doof. Der Pass war nicht ganz so gut. Wie gesagt, das macht es manchmal ein bisschen schwieriger, hier wirklich taktisch vernünftig vorzugehen beim Spielen. So, einer drauf, einer drauf, einer drauf. Ich decke den Mann hier oben. So, wenn das mal kein... Mist. Jetzt habe ich den Ball nicht so gut unter Kontrolle gekriegt und dann ist er auch schon wieder weg. Jetzt habe ich den falschen Knopf für... ich nenne es mal Pressure gedrückt. Man kann hier eben, ähnlich wie bei FIFA, auch das dort eben Tactical Defending genannte automatische Angreifen oder Druck auf den Ball führenden Spieler bringende Verteidigen nutzen. Ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ist eine Sache, die ich bei FIFA fast ausschließlich nutze. Ja. Und jetzt. Nicht daneben?
Und, so, also insgesamt, die Unterschiede fallen relativ gering aus zwischen FIFA und Pro Evo. Jetzt mal abgesehen von den bei Pro Evo nicht vorhandenen Lizenzen. Ansonsten sind das halt wirklich Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten können mitunter schon so diesen Unterschied ausmachen, der es entscheidet, ob ich mir nur Pro Evo oder FIFA hole. Ah, verdammte Axt. Ich lege jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig viel Wert auf die Lizenzen. Das ist schön, das zu haben, keine Frage. Und bei der PC-Version von Pro Evo werden ja in der Regel auch relativ kurzfristig nach dem Release immer die Community Packs rausgehauen, in denen dann die Lizenzen eben entsprechend durch die Community oder eben die fehlenden Lizenzen durch die Community eben selbstständig ersetzt werden. Das geht leider auf den Konsolenversionen nicht. Das wäre natürlich eine interessante Sache, wenn man da irgendwie noch eine Möglichkeit finden würde, das da auch zu realisieren. Das würde sicherlich auch dafür sorgen, dass Pro Evo eine noch etwas stärkere Konkurrenz zu FIFA wird, wenn es eben diese Möglichkeit... Ah, der Laufpass war Schrott. Das würde eben Pro Evo zu einer noch stärkeren Konkurrenz machen und vielleicht auch mal dazu führen, dass das bei EA vielleicht doch nochmal eine Schippe draufgelegt wird und nicht immer nur dieses Lizenz-Upgrade, sag ich mal, gemacht wird mit kleinen marginalen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Und das habe ich so bei FIFA so ein bisschen zu kritisieren, dass man zwar Neuerungen drin hat, aber die fallen wirklich so gering aus, dass ich mir sage, warum soll ich jetzt nochmal den vollen Preis dafür bezahlen, wenn das so geringfügige Änderungen sind, dass ich eigentlich kaum was merke, mal abgesehen von den neuen Mannschaftszusammenstellungen, sprich die Transfers und so weiter. Ja, komm schon, mach ein bisschen Druck da. Ich mach ein bisschen den Raum zu und du machst Druck. So, wohin? Da oben hin. Oh, was war denn das für ein Pass? Hier ist auch so ein, ich nenne es mal eine halbautomatische Passhilfe drin. Die ist auch nicht ganz so sauber. Also die macht mitunter, habe ich den Eindruck, so ein kleines bisschen, was sie will. Und anstatt mich irgendwie bei einem etwas ungezielt gesteuerten Pass zu unterstützen, haut sie den Pass zum Beispiel, wie in diesem Fall, direkt in den Gegenspieler rein. Und das ist auch so ein Ding, sobald man selbst im Ballbesitz ist und vielleicht durch eine versuchte Abwehraktion schon einen Knopf gedrückt hat, kann man den Befehl nicht mehr rückgängig machen. Und dann passiert genau das, was eben passiert ist. Man haut das Ding irgendwie nach Helgoland, anstatt irgendwie den Ball zu halten und den Angriff vielleicht einleiten zu können. Oh, ja, und wieder so ein beschissener Laufpass, wieder durch diese halbautomatische Passsteuerung, die so, ich nenne es mal, semi-intelligent funktioniert. Das ist halt eben, wie gesagt, das, was ich meinte, mit der besseren KI, da würde ich das mal mit zuzählen, bei FIFA. Da läuft das einfach vernünftiger, oh nein, das war jetzt dumm von mir. Wobei man da natürlich auch sagen muss, hätte der eigene Mitspieler unten jetzt ein kleines bisschen mehr Tempo gemacht, wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Schade.
Was sehr gut funktioniert, ist eben dieses Tactical Defending, also einen KI-Mitspieler Druck aufbauen lassen auf den Ball. Der geht hier ein bisschen energischer rauf als bei FIFA. Bei FIFA stellt er eigentlich den Gegenspieler nur. Hier geht er richtig energisch drauf, versucht auch wirklich selbst an den Ball zu kommen. Ecke. Das ist ein Eckball. Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu doll. Ja. Die Dosierung ist hier auch ein kleines bisschen schwieriger als bei FIFA. Ja, komm, dann lauf auch, wenn du schon anzeigst, dass du einen haben willst. Und da fällt das 2 zu 0. Wir haben es ja dann doch noch geschafft, 1 zu machen. Der Levi. So, wie man sieht, die Spielergesichter sind auch sehr gut getroffen, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, eigentlich müsste jeden Moment auch der Abpfiff kommen. So großartig viele Unterbrechungen gab es ja dann auch nicht, dass man da großartig lange nachspielen lassen müsste. Auch da unten renne ich rum. Nix, nix, nix. Das mag vielleicht eine Ecke sein, aber auf jeden Fall Ball gespielt. Oh, noch eine Ecke. Kurz vor Schluss. Oh, und noch eine Ecke. Das kriege ich jedoch nicht noch kurz vor Schluss den Anschlusstreffer rein hier. Ich meine, gut gelaufen ist die Nummer sowieso. Ja, na gut, da hätte jetzt vielleicht sogar noch ein Angriff draus werden können. Aber was soll es? 2 zu 0 ist 2 zu 0. Athletic Bilbao ist erstmal besiegt. So, und ich muss jetzt hier während des Menüs ein bisschen quatschen, denn das Problem ist, dass hier natürlich wieder Musik im Hintergrund läuft. Und das könnte natürlich letztendlich beim Upload auf YouTube dazu führen, dass YouTube sagt, du hast da Inhalte von Dritten und so weiter, mach die mal weg. Mach die mal weg und dann hast du nachher den wenn du dazwischen quatscht, total bescheuerten Sound. Wir spielen jetzt das Clásico Real Madrid gegen den FC Barcelona. Mal gucken, wie heißblütig es denn wird und ob wir es denn nochmal schaffen zu gewinnen. Und dann soll es das auch gewesen sein. Mehr als zwei Spiele braucht man hier, glaube ich, auch nicht zu zeigen. Das ist unsinnig, weil sich bis auf die Teams nicht großartig viel verändert. Aber wir haben FIFA zwei Spiele gegönnt, also gönnen wir auch Pro Evo zwei Spiele, um mal ein bisschen was zeigen zu können. Nicht von unserem Können, das gibt es quasi gar nicht, sondern eher von unserem oder von dem Spiel selbst. Ah, fuck, jetzt bin ich ganz doof gelaufen. Okay. Aha. Da hätte es fast geklappt. Also, irgendeiner muss Druck drauf bringen. Irgendeiner muss drauf. Ja, ja, nun beiß ihm ins Bein. Krieg ihm ins Trikot. So. Das nenne ich doch mal eine gute Abwehraktion. Okay, da passt mir jetzt weniger intelligent. Ah, verdammte Hacke. Thank you.
Oh, wow, getunnelt. Ja, lauf da unten auch. Oh, aber warum macht er da jetzt eine Flanke mit dem linken Außenriss? Das frage ich mich gerade. Anstatt da einfach rechts viel gezielter das Ding reinzubringen. Nein, es muss ja schön aussehen. Jetzt. Irgendwie ist die Bewegung gerade ein bisschen schlecht von meinen Leuten. Ne? Die bewegen sich jetzt nicht besonders gut. Das sah schon besser aus. Aber er lässt sich viel zu weit nach außen fallen. Anstatt den Ball anzunehmen und den Schritt zum Tor zu machen, lässt er den Ball durchlaufen und macht den Schritt nach außen auf den Flügel, obwohl in der Mitte alles frei war, um vielleicht zum Abschluss zu kommen. Das ist halt auch so ein Ding, was ich mit zu einer etwas nicht ganz so optimalen KI zählen würde. Ja, und jetzt, komm, lauf, lauf. Na, das kann man pfeifen, das Ding. Oh, scheiße. Habe ich jetzt fast gar nicht mehr mit gerechnet, dass ich den Ball dann noch wiederhole. Schade, schade, hätte was werden können. Aber das ist hier immerhin El Clásico, da kann es nicht immer zum Tor kommen. Na, der Pass war jetzt auch wieder so richtig Grütze. Oder besser gesagt, die Position des Passempfängers war jetzt hier natürlich semi-intelligent von der KI errechnet. Gut, ich wollte zwar eigentlich den Pass oben in die Mitte bringen, ja, und da gibt's den Elfmeter. Piqué, Stenkerkopf. Schiri, der hat Arschloch gesagt. Okay, versuchen wir es mal. Cristiano Ronaldo. Okay, Display Help Guide. Hallo? Set Peace Taker. Ich kann jetzt hier irgendwie gar nichts weiter machen. Ja, dann schieße ich doch einfach mal. Ui. Naja, besser kann man Elfmeter eigentlich nicht schießen. Würde ich mal behaupten. Und der war so schön, dass wir ihn uns einfach nochmal in der Wiederholung angucken. Und der Ika freut sich auch. Na, die Jubelarie brauche ich jetzt hier nicht sehen. Ich will nochmal kurz die Wiederholung sehen. Oh, so richtig schön in den Winkel geschlänzt. Ja, besser kann man den Elfmeter nicht schießen. So. Und dann hätten wir die erste Halbzeit auch schon geschafft. Führung zur Halbzeit kann man nicht meckern. Vor allem so kurz vor der Halbzeit, wie sagt man so schön. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Und da ist dann auch der Toni. So, wir springen direkt in die zweite Halbzeit.
und versuchen wie im Spiel hier vor noch ein 2:0 rauszumachen. Oder vielleicht sogar noch mehr. Mal schauen. Och nö. Das ist wieder genau das, was ich vorhin meine. Du drückst auf den Knopf, um die Abwehraktion zu machen. Dann liegt der Ball frei. Und sobald du an die Nähe des Balls gehst, macht er die Aktion und kloppt das Ding irgendwo nach Helgoland oder weiß der Geier wohin. So, komm Junge, du bist so schnell. Oh. Wenn das mal keine Zuckerflanke war. Gareth Bale mit dem 2:0. Das war eine Zuckerflanke und ein mustergültiger Kopfball. Ja, das sah schön aus. Und wenn der Ball dann auch noch drin ist, dann sieht das noch schöner aus. Weil jetzt haben wir unsere gewünschte 2:0 Führung. Können jetzt, denke ich mal, so ein kleines bisschen auch es ruhiger angehen lassen und mal ein bisschen absichern hier. Ja, ja, ja. Oh nein. So, einer muss jetzt drauf. Einer muss jetzt. Uiuiuiui. Einfach mit Kraft nach vorne. Ich weiß jetzt gerade nicht so recht, wohin. Ah, verdammte Hacke. Komm, wir machen hier noch ein 3:0. Torwart, 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 Torwart. Dafür haben wir doch unseren Ika. Und der Abwurf war jetzt mal ein bisschen sehr mutig. Fast hätte es noch geklappt. Wenigstens bleiben wir im Ballbesitz. Das ist ja auch was wert. Da steht er. Ah, ich glaube, das war abseits. Ja. Lass das vielleicht eine Fußspitze gewesen sein. Viertelstunde noch knapp. Die kriegen wir auch noch irgendwie über die Bühne. Ja, so, so ist schön. Okay, wenn du den Ball schon forderst, musst du es auch irgendwie schaffen, in Position zu kommen. Und da brauchst du jetzt auch mit keinen Ausreden kommen von wegen, oh, das sind Abwehrspieler. Das sind immer Abwehrspieler. Ja, das nenne ich doch auch mal. Marcelo auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Ah, ich weiß nicht so recht. Ah,
Schade, schade. Ja, haben wir ihn? Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Nein, wir haben ihn nicht mehr. Scheiße. Komm, ich will noch ein drittes. Ja. Ach, Mist, verdammter. Oh, na, das war wieder auch so ein richtig dämlicher Pass. Wäre der länger gekommen und mit ein bisschen mehr Dampf, wäre er vielleicht sogar noch durchgegangen. Und wieder so ein Schrottpass. Also die KI mit diesem automatischen Passhilfesystem, das haut vorne und hinten nicht hin. Das ist eine blanke Katastrophe. Anders kann ich es gerade nicht ausdrücken. Oh, und es fällt doch noch. Abgestaubt, scheißegal. 3-0. Und wieder ist es der gute Gareth. Ja, das sah doch feini aus. Der Schwierigkeitsgrad, den ich hier eingestellt habe, ist übrigens der, müsste das Pendant sein zu Profi bei FIFA. Man kann lediglich, wie heißt der hier? Normal, ich weiß gar nicht, wie der hier genannt wurde. Auf jeden Fall gab es danach noch irgendwie Legend oder so. Scheißegal, wir haben 3-0 gewonnen. Abschließendes Fazit mit gleichzeitigem Vergleich zur FIFA 15 Demo. Wie gesagt, die KI wirkt in FIFA 15 ein bisschen intelligenter, nenne ich es mal. Oh, Entschuldigung. Wirkt bei FIFA ein bisschen intelligenter. Hier hat man den Eindruck, dass die KI entweder manchmal Aussetzer hat oder einfach nicht so intelligent gestrickt ist. Die Spieler laufen nicht vernünftig in Position. Die Spieler laufen quasi stumpf gegeneinander. Anstatt am Gegenspieler vorbeizulaufen, läuft er in ihn rein und läuft einfach nicht weiter. Er versucht sich auch nicht an ihn vorbeizuwinden oder so, sondern er stupst einfach gegen ihn gegen und läuft dann einfach langsamer. Das sieht nicht nur doof aus, das wirkt sich auch massiv auf die Möglichkeiten einfach aus, die man dann eben taktisch hat. Das ist bei FIFA eindeutig besser. Was mir hier gefallen hat, das hat man jetzt in den zwei Testspielen nicht gesehen, ist die Soundkulisse auf dem Platz selbst. Wenn man einen Spieler so richtig schön wegrätscht, hört man ihn richtig schön schreien. Selbst wenn der Ball gespielt ist, der Spieler schreit in italienischer Manier. Und das bringt ein bisschen Atmosphäre rein. Was im Stadion ein bisschen fehlt, sind eben die bei FIFA vorhandenen Fangesänge, die zum Verein passen. Das hat man hier nicht. Hier hat man eher so dieses allgemeine Fansing-Sang. Aber eben das liegt dann natürlich auch wieder an den fehlenden Lizenzen. Steuerungstechnisch, wie gesagt, es wirkt nicht ganz so fluffig, nicht ganz so rund, nicht ganz so geschmeidig wie bei FIFA 15. Insgesamt gewöhnt man sich dran. Aber trotzdem hat FIFA hier in dem Punkt die Nase vorn. Grafisch nehmen die beiden sich nicht viel. Das würde ich so in etwa auf einem Level ansiedeln. Da sind sie relativ gut, beide. Insgesamt muss man sagen, allerdings hat FIFA so ein kleines bisschen die Nase vorn. Wenn ich es in Prozent ausdrücken müsste, würde ich sagen, FIFA kriegt von mir 85% und Pro Evolution Soccer kriegt von mir 82%. Das kommt in etwa hin. Letztendlich ist es bei beiden Spielen genauso wie jedes Jahr. Man bekommt im Prinzip ein Update mit kleinen marginalen Änderungen, die nur wirklich für den absoluten Profi spürbar sind. Für diesen Durchschnittsspieler, zu dem ich mich, was FIFA anbelangt, zählen würde, kommen diese Änderungen kaum zum Vorschein. Man merkt sie nicht. Letztendlich würde man, wenn man sich jedes Jahr ein neues FIFA kauft, zum Beispiel lediglich ein Lizenz-Upgrade kaufen. Da muss ich zugeben, bin ich nicht gewillt, so viel Geld auszugeben. Deswegen werde ich wahrscheinlich FIFA 15 und auch Pro Evo 15 komplett überspringen. Es sei denn, ich kriege es irgendwie geschenkt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, also wird FIFA und sowohl FIFA als auch Pro Evo dieses Jahr ohne mich auskommen müssen, genauso wie es letztes Jahr der Fall war. Ansonsten gibt es hier nicht weiter viel zu sagen zu dem Ganzen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Bis zum nächsten Mal, ich verabscheue mich.